Ich möchte euch heute gerne das Microsoft Surface Pro X vorstellen. Eine Hybridversion zwischen Tablet und Desktop-PC. Wie das ganze Link in meinem Test abgeschnitten hat, seht ihr jetzt. Und hierbei brennt das Tablet munter vor sich hin. Wie romantisch! Das Surface Pro X von Microsoft ist eine freundliche Leihgabe von Notur, ein Testgerät. Vielen Dank. Ich möchte euch jetzt nur erzählen, dass das Surface Pro X so alles kann, aber dafür gehen wir erstmal die Nahaufnahme. Wir gucken uns erstmal das Design an, also die Maße und von außen alles. Wir haben 28,7 cm in der Breite, in der Höhe haben wir insgesamt 20,8 cm und die Tiefe ist atemberaubend mit 7,3 mm. Das Surface Pro X wiegt insgesamt 774 Gramm und liegt damit noch vollkommen in Ordnung. Auf der Vorderseite haben wir ein ganz schönes großes Display und da lächelt uns schon die Frontkamera an, die hat 5 Megapixel. Daneben haben wir ein paar Sensoren und zwei Mikrofone. Auf der Rückseite erwartet uns stolz das Microsoft-Logo und ganz oben haben wir eine 10-Megapixel-Kamera. Insgesamt sagt doch Microsoft, dass wir hier ein Aluminiumgehäuse haben mit einem Kohlefasergemisch, was sich sehr, sehr hochwertig anfühlt, aber auch sehr anfällig ist für meine Fettfingerchen, wie ihr das hier überall sehen könnt. Übrigens in der Farbe, man kann es erkennen, in Schwarz. Auf der linken Seite haben wir die Laut-Leiser-Wippe, die wirklich ist astrein verbaut und daneben haben wir zwei Mikro-Typ-C-Anschlüsse, also wenn wir was anstecken möchten. Auf der rechten Seite haben wir nur den Schalter fürs An- und Ausschalten und gleich daneben haben wir die Ladebuchse. Die Ladebuchse ist ganz Microsoft-typisch mit Magneten anscheinend, das ist hier zum Laden, wenn man das so ransteckt, wird es mit dem Magnet angezogen und damit würde es geladen werden, also ganz praktisch. Ich frage mich allerdings, warum man hier kein USB-Typ-C Ladeadapter oder Ladekabel integriert hat. Microsoft hat sich noch was Pfiffiges einfallen lassen und zwar gibt es hier so einen kleinen Ständer, den kann man ausfahren, damit das ganze Tablet stehen kann. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, bis in den Winkel hier. Da könnten sich andere Hersteller ruhig eine Scheibe abschneiden. Bildschirm. Was haben wir denn? Wir haben 13 Zoll. Wir haben eine Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln. Bei 13 Zoll runtergerechnet haben wir ca. 267 ppi. Also für die Größe eigentlich sehr gut auflösen. Das ist übrigens ein LCD-Display, kein AMOLED-Display, macht aber nichts. Wird sehr schön hell und wie ihr sehen könnt, Farben fantastisch. Kommen wir damit zu Hardware. Nur die Ehe ist härter. Wir haben insgesamt 128 GB intern Speicher. Wir können aufrüsten bis 256 oder 512 GB aufpreispflichtig. Wir haben 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher an Bord. Wir können aber auch hier aufrüsten bis 16 GB. Kommen wir zu CPU. Wir haben ein Microsoft SQ1. Das ist so ähnlich wie der Qualcomm Snapdragon Serie oder nicht so ähnlich, das ist die Serie. Microsoft hat das ganze Ding nur umbenannt und wir haben 4 Kerne bis zu 3,0 GHz und 4 Kerne bis zu 1,8 GHz. Insgesamt 7 Nanometer Verfahren hergestellt. Wir haben also nun festgestellt, dass das Surface Pro X ziemlich stark auf der Brust ist. Jetzt ist die Frage, was möchte es sein? Es möchte eine Hybrid-Version sein zwischen Tablet und Notebook. Also, man kann mit dem Tablet natürlich sehr schön im Internet surfen, zum Beispiel zappelpower.de anrufen, Werbung an und kann sich Informationen einholen. Man kann aber natürlich auch sich bei YouTube schöne Filme angucken gehen. Und das ist hier jetzt ein Touchscreen. Wir können einfach mal starten und könnt ihr den Sound einmal miterleben. Darf ich vorstellen?
meine Raubtiere, die Raubtiere der Nudeln, die Allesfresser, die nimmer satt. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe mir natürlich aber auch einen Steam-Client heruntergeladen. Steam, was ist Steam? Man kann natürlich Spiele spielen. Machen wir das einmal. Wir gehen einmal auf den Desktop einmal rauf und dann kann ich euch zeigen, was man so machen kann. Man kann natürlich die Multitasking-Ansicht machen, kann zwischen verschiedenen Fenstern umherwischen. Jetzt gehen wir mal unter neuer Desktop. Auf die Startseite gehen wir mal jetzt und starten einfach mal ein Steam-Spiel, The Cave. Und da könnt ihr sehen, Steam ist installiert, aber nicht alle Spiele sind optimal zu spielen mit diesem System, weil irgendwann einfach mal eine Tastatur fehlt. Jetzt haben wir das Spiel mal geladen und was können wir sehen? Drücke Enter. Jetzt ist die Frage, wo ist hier Enter? Hier gibt es kein Enter. Also, um dieses Spiel spielen zu können, bräuchte ich nun eine Tastatur. Diese Tastatur ist übrigens aufpreispflichtig. Aber ich komme nur weiter, wenn ich das jetzt verwende. Also, was mache ich? Wir haben unten wieder zwei Magneten. Ich kann das ganze Ding anstöpseln und schon ist das ganze Ding aktiviert und ich kann einfach Return drücken. Zack. Und schon könnte ich spielen. Ein bisschen hier ran, liebe Ehefrau. Dankeschön. Sagen wir mal, Spiel fortsetzen und das ganze Ding lädt. Und jetzt wäre das ganze Spiel für mich spielbar. Wir haben unten haben wir ein Touchfeld, so nenne ich es einmal, womit man die Maus bedienen kann. Also, sehr schön, den vollen Funktionsumfang dieses Surface Tablets kann man nur erreichen, wenn man tatsächlich die optionale Tastatur mit käuflich erwirbt. Das Microsoft Surface Pro X kommt mit Windows 10 Home. Dazu muss man wissen, auf der Webseite von Microsoft steht wortwörtlich, derzeit installiert Surface Pro X keine 64-Bit-Anwendungen, die nicht auf ARM64 portiert wurden. Einige Spiele und Software sowie einige Treiber oder Antivirensoftware von Drittanbietern. Klingt kompliziert, ist es auch. Ich mache es mal ganz, ganz einfach. Also wir haben hier eine Windows 10 ARM64 Version. Was heißt das? Es gibt Systeme, die laufen mit 32-Bit, mit 64-Bit. Kurzum, für die Laien alle da draußen, ich habe es vorher auch nicht verstanden, ist, es funktionieren nicht alle Softwareprogramme mit dieser Windows-Version. Es kann sein, dass manche Software-Apps oder generell Apps mit dieser Windows-Version nicht funktionieren. Weitere Informationen habe ich euch unten in die Kommentare oder vielmehr in die Videobeschreibung hinzugefügt. Das würde jetzt hier den Videorahmen sprengen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man hier eine abgespeckte Windows-Version unterstützt oder vielmehr in Verwendung hat, wo nicht alle Apps und Spiele funktionieren. Das ist wirklich sehr, sehr schade und ein ganz großer Minuspunkt. Also, das Surface Pro X hat eine Akkukapazität von insgesamt über 5000 mAh und laut Hersteller kommt man damit bis zu 15 Stunden bei gewöhnlicher Nutzung. Was heißt gewöhnlicher Nutzung? Naja, wenn ihr ein bisschen im Internet surft, ein paar Videos euch schaut, dann würde das wohl hinhauen. In meinem Test bin ich bis zu 12 Stunden hingekommen, aber Achtung, das ganze Ding hat auch LTE-Unterstützung. Das heißt, wenn ihr im LTE-Netz unterwegs seid, dann dürftet ihr nur bis zu 10 Stunden pro voller Ladung kommen. Also, 10 Stunden bis 15 Stunden ist realistisch, mehr oder weniger, ist aber ein super Wert. Schreiben wir mal einen Brief. Liebe Ehefrau, du bist so wunderschön. Ja, also das Surface Pro X ist natürlich eine Hybridversion zwischen Tablet und Notebook. Was möchte es sein? Es ist irgendwo da in der Mitte. Man kann natürlich damit schreiben, wenn man denn die Tastatur separat erwirbt und man kann es auch als Tablet verwenden. Nun ist die Frage, wie soll ich diese Tablet, dieses Hybrid von bewerten? Ich kann es nur bewerten anhand des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Also das komplette Tablet oder vielmehr das Notebook, so wie es hier steht, kostet in der Ausstattung, nur das Tablet kostet ca. 1000 Euro und die Tastatur kostet 300 Euro. Also geben wir fantastische 1300 Euro aus. Wenn ich das in der höchsten Konfiguration haben will, also mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 intern Speicher, dann sind wir schon bei knapp 2000 Euro. Und das ist eine Menge, Menge, Menge Geld. Dafür, dass es nur eine Hybrid-Variante ist und auch nicht unbedingt an die Leistung eines Notebooks herankommt. Wie lautet nun mein Testurteil? Ich habe es ziemlich einfach gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 1300 Euro für das ganze Ding ist mir zu teuer. Wenn das ganze Ding um 50% reduziert wäre, also für 500 bis 600 Euro würde ich sagen, ja, ist in Ordnung. Also fassen wir erstmal zusammen, was mir gefallen hat. Fantastische Stereo-Lautsprecher,
große Klasse. Das Display ist groß, kann man viel ablesen, sehr schön. Auch die Akkuleistung hat mich überzeugt. Aber, und dann fängt es auch schon an, es möchte eine Hybridversion sein und das ist an mir einfach zu schwach. Diese Windows-Version, die hier drauf ist, Windows unter ARM, ja, die ist irgendwo Käse. Also wenn ich an meinen Desktop-PC gehe und ich bin daran gewöhnt, dass ich sämtliche Software unter Windows installieren kann, ich bin dann hier eingeschränkt, dann ist es für mich ein Fragezeichen, das ist ein ganz großer Minuspunkt. Ich persönlich würde mir das Surface Pro X nicht holen, denn es ist, die Hybridversion macht für mich gar keinen Sinn. Auf jeden Fall nicht für diese Preiskategorie. Alle anderen, die nur hin und wieder mal schreiben möchten, sich mal Netflix-Filme angucken wollen oder Zapped Power auf YouTube gucken wollen, holt euch das, gar keine Frage. Aber wenn ihr genug Kohle habt, dann ja, aber es ist eine Menge Geld für eine Leistung, wo ich doch das Geld woanders besser einsetzen könnte. Mein Favorit ist immer noch, klingt jetzt blöd, ist ein Galaxy Tab S5e, ist kleiner, hat nur 500 Euro gekostet, hat zwar keine Tastatur, aber ich kann damit genauso viel machen, vielleicht nicht ganz so viel wie mit dem Windows Surface hier, aber ist am Ende die bessere Wahl, Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt bin ich der Meinung, dass sich Microsoft mit dem Gerät nicht unbedingt einen Gefallen machen wird. Dazu ist es einfach viel zu teuer. Die CPU, ja, die ist nicht atemberaubend. Da ist manches Gerät schon schneller. Was ist eure Meinung? Postet unten in den Kommentaren gerne eure Meinung. Und ansonsten würde ich sagen, winke, winke.